Jo, was geht meine GTA-Freunde, auch Selebelisten, willkommen zurück zu GTA 5 Online. Heute mit einem mega einfachen Gift Cars to, aufpassen, Other Character Glitch. Nein, es ist kein Gift Cars to Friends Glitch, es ist nur ein Gift Cars to Other Character. Man kennt es ja, man macht einen neuen Charakter und hat einfach keinen Bock, alles von vorne zu kaufen, beziehungsweise alle Autos neu zu kaufen. Deswegen mit dem Glitch könnt ihr von eurem Hauptcharakter auf euren zweiten Charakter ganz easy ein Fahrzeug übertragen, natürlich auch andersrum, von eurem Zweitcharakter zu eurem Hauptcharakter. Der Glitch ist verdammt easy, geht auch super schnell und ihr braucht beide, also beide Charaktere brauchen einen Nachtclub. In dem Nachtclub sollte bei dem Lieferanteneingang, bei dem Charakter, wo jetzt das Auto gibt, natürlich das Auto sein, was ihr geben wollt. Das heißt, bei Charakter 1 steht jetzt zum Beispiel in meinem Fall ein Deluxo drin. Und bei Charakter 2 steht in dem Lieferanteneingang ein LG RH8. Das sind so die ganzen Vorbereitungen, die ihr treffen müsst. Ihr braucht natürlich einen Freund, das Ganze ist nicht solo. Dann würde ich sagen, fangen wir mal ganz einfach mit dem Glitch an. Und zwar, ihr seid mit eurem Zweitcharakter, beziehungsweise mit dem Charakter, der das Auto bekommen soll, in einer Public Lobby, also in einer öffentlichen Sitzung. Von dort aus geht ihr einfach nur auf Charakterauswahl. Ah ja, euer Freund muss sich in einer Freundessitzung befinden. Keine Einladungssitzung, eine Freundessitzung, die ihr danach joinen könnt. Seid ihr dann im Charakterauswahl angekommen, dann wählt ihr einfach nur euren anderen Charakter aus, der euch das Auto geben soll. Bei mir ist es jetzt Charakter 1, den wählt ihr aus und geht damit in GTA Online. Wenn ihr dann online seid, werdet ihr sehen, ihr seid in einer öffentlichen Sitzung. Jetzt geht ihr einfach nur auf die Optionstaste, auf Freunde und tretet eurem Freund bei, der euch dabei hilft. Seid ihr dann in dieser Sitzung angekommen, dann geht ihr einfach nur zu eurer Nachtclub-Garage. Euer Freund kann derweil schon in der Garage warten, das ist kein Problem. Ihr geht zu dieser Garage hin und geht einfach nur in den Lieferanteneingang, also geht einfach nur zur Garage, geht dann auf Nachtclub betreten und dann geht ihr auf mit nahen Freunden und Crew betreten. Ihr werdet dann in die Nachtclub-Garage reingezogen und euer Freund zieht mit. Also er wird automatisch auch in die Nachtclub-Garage reingezogen. Euer Freund stellt sich jetzt einfach, wie hier im Gameplay zu sehen ist, hinten in die Ecke hinein mit dem Gesicht zu dem Fahrzeug. Also der Freund muss das Fahrzeug anschauen und muss auch mit dem Gesicht zum Fahrzeug stehen. Und dort dann ganz einfach nur Steuerkreuz nach unten drücken, auf Franklin gehen und in dieser Meldung bleiben. Euer Freund gibt euch dann das Go und sagt, ja, hey, ich bin jetzt in der Meldung. Ihr geht dann einfach zu dem Ausgang der Garage und geht dort auf alle rauswerfen, also dass alle aus der Garage rausgeworfen werden. Ihr spawnt dann draußen. Wenn ihr dann draußen gespawnt seid, dann geht ihr wieder auf Option, auf Online und geht dort wieder auf Charakterauswahl. Ihr werdet wieder die Möglichkeit haben, euren Charakter auswählen zu können. Jetzt geht ihr wieder auf euren anderen Charakter, also auf den Charakter, der das Auto kriegen soll, und betretet damit wieder GTA Online. Wenn ihr dann wieder online seid, dann geht ihr wieder auf Option, auf Freunde und tretet dann wieder eurem Freund bei, der euch dabei hilft. Und ihr landet dann wieder in der Lobby eures Freundes. So. Jetzt müsst ihr nur noch zu der Garage gehen, in der sich das Fahrzeug befindet, also in den Lieferanteneingang. Und siehe da, das Fahrzeug hat sich dupliziert. Was heißt dupliziert? Das Fahrzeug hat sich von Charakter 1 auf Charakter 2 übertragen. Keine Sorge, Charakter 1 verliert das Fahrzeug nicht. So, jetzt fahrt ihr das Fahrzeug einfach nur noch nach draußen. Das Kennzeichen ändert sich, also es übernimmt das Kennzeichen von dem LG, der davor stand. Jetzt müsst ihr es nur noch abspeichern. Ihr könnt es abspeichern, indem ihr jetzt einfach nur in die CEO-Garage fahrt, habt dort einen Stellplatz frei und dann müsst ihr halt einen Teil tunen aus der Garage, also ihr braucht da auch noch eine Tuning-Werkstatt. Oder ihr macht es wie ich, fahrt in den MOC rein und habt den Glitch dann somit fertig. Mega einfacher Glitch, super schnell und ihr könnt euch von eurem Hauptcharakter dann die ganze, wenn ihr gemoddete Fahrzeuge habt, natürlich auf euren Zweitcharakter übertragen oder andersrum. Also wie gesagt, der Glitch ist mega einfach, super schnell und ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut,
haut's rein und ciao, ciao.